Hallo, ich bin Carsten in Thonbach und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne heute ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Ich habe mir heute hier im Nordschwarzwald die Holzmacher-Tour rausgesucht. Und zwar geht die in Thonbach los und führt dann ins Thonbachtal. Und die ersten oder der erste Kilometer, ja, der ging über eine Forststraße. Und da habe ich so gedacht, wenn das jetzt die ganze Zeit so über Forstwege geht, weil von wegen Holzmacher, dann ist die Tour ja doch nicht so schön. Aber jetzt geht es dann hier auf kleinen Waldpfaden weiter. Und schauen wir mal, was der Tag so bringt. Wenn ihr Lust habt, kommt ihr gerne mit. Ja, und hier wurde vor kurzem dann tatsächlich auch noch Holz gemacht auf dem Holzmacherpfad. Aber der Weg ist wieder schön frei gemacht worden. Und an manchen Stellen liegt auch noch richtig viel Schnee. Ja, man merkt, dass auf diese Talseite noch nicht so viel Sonne geschienen ist. Ups. Weil hier liegt noch richtig viel Schnee. Von da bin ich gerade gekommen. Meine Spuren sind die einzigen Spuren hier auf dem Weg. Das heißt, in den letzten zwei Tagen scheint hier definitiv keiner hergegangen zu sein. Ja, und da geht der Weg dann jetzt gleich weiter. So, inzwischen ist der Tee fertig. Es war echt anstrengend hier rauf. Also teilweise liegen da bestimmt 20 cm Schnee. Und also das ist jetzt auch nur ein steiler Bergpfad, also auch kein breiter Weg oder so.
wo unterm Schnee auch noch hervorstechende Steine, sag ich mal, und Wurzeln, wo man dann ständig ausrutscht. Bin froh, dass ich mit Stecken unterwegs bin. Sonst hätte ich bestimmt 2-3 Mal schön auf dem Hintern gelegen. Aber nichtsdestotrotz ist schon eine schöne Strecke, keine Frage. Aber wie gesagt, bei dem Wetter, obwohl Wetter ist ja heute das erste Mal ganz gut. Morgen reise ich wieder ab, also kann das Wetter hier auch wieder besser werden. Naja, ich trinke jetzt noch in Ruhe meinen Tee aus und dann wird es mal weitergehen. Also, bis später nochmal. Ja, jetzt bin ich am Auto wieder zurück. War schon irgendwie eine tolle Tour, aber es war auch eine sehr anstrengende Tour. Also oben auf dem Berg, da lagen noch 30 cm Schnee. Von daher habe ich da auch nicht viel gefilmt, weil da war ich mit mir selbst beschäftigt, dass ich den Weg irgendwie bewältigt bekomme. Ja, es war mein letzter Urlaubstag im Schwarzwald. Am letzten Tag gibt es dann auch ein bisschen Sonne. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.